Herzlich willkommen zu Musotalk, dem Music- und Sound-Production-Podcast aus Berlin. Hallo und herzlich willkommen zum Musotalk-Spezial von der Superboost 2018 in Berlin. Und heute habe ich hier die Gelegenheit, eine neue Drum Machine. Und Drum Machines interessieren mich immer ganz besonders. Deswegen freue ich mich, dass Herr Fricke heute persönlich mal Rede und Antwort stellt. Herr Fricke. Guten Tag, freut mich hier zu sein. Freut mich auch, dich mal zu treffen. Du bist echt frisch und jung geworden, sehr schön. Ja, ich bin auch der Junior, nicht der Senior. Ah, da war doch was, genau. Genau. Und dann haben wir noch den Uwe da. Ja, hallöchen, ja. Also was mich erstaunt hat, war vorher irgendwie gar nicht so richtig angekündigt, Tanzbär 2. Auf einmal steht hier von euch eine richtige Drum Machine. Aber es ist ja nicht das erste Produkt. Was kann man sich denn darunter vorstellen, wenn man jetzt zum Beispiel die Tanzbär und eure Sachen schon kennt? Was ist hier jetzt verbaut oder neu? An sich, es ist eine Hybridmaschine jetzt inzwischen geworden. Es ist nicht mehr rein analog. Das heißt, du kannst jetzt auch deine eigenen Samples dort reinladen. Oh, okay. Die Kick ist allerdings noch dieselbe, allerdings ein bisschen verbessert. Wir haben jetzt auch bis zu 64 Steps dort, die du reinspielen kannst. Du hast jetzt auch noch einen Bass-Synthesizer da drin, den du halt auch wirklich spielen kannst. Und du hast auch noch einen Filter drin und Envelopes und Wellenformen, die du auswählen kannst. Inzwischen, dann haben wir auch uns jetzt auch von diesen Drehreglern verabschiedet für das Volumen. Stattdessen haben wir jetzt Fader genommen, auch richtige. Und wir haben jetzt auch noch ein Display, dass du dir auch wirklich vor Augen führen kannst, was du da gerade an dem Gerät machst. Ich habe ja von deinem Papa schon die erste digitale Drum Machine genutzt. Ja. Das ist also jetzt nicht total was Fremdes für MFB, jetzt auch digitale Klangerzeugung zu haben. Ne? Ja, genau. Gut, was fällt mir denn dazu noch ein? Jetzt haben wir schon abgefragt, was die Unterschiede sind. Wie viel stimmig, wie viele Instrumente sind das? 17 Stück sind das jetzt geworden insgesamt. 8 Stück sind rein analog und die anderen sind auf Sample-Basis und digital. Und gibt es das Teil auch nur in Blau? Ja, es wird es offen. Ja, wird es nur in Blau geben. Okay, alles klar. Bei den Seitenteilen wissen wir noch nicht, ob das jetzt das Blau bleibt oder ob es noch das normale Holz wird wie beim alten. Aber das kristallisiert sich jetzt in den nächsten Wochen dann raus. Was habt ihr denn für eine Aufteilung gewählt für analog-digital, Uwe? Welche Instrumente sind digital und welche sind analog? Kann man auch ganz gut erkennen. Also klar, der Synth ist, der Bass-Synth ist analog und die zwei Kicks, die zwei Snares und die drei Congas, Tom Congas, die sind analog. Dagegen die Claps und die Glaves, da haben wir mittlerweile digitale Versionen. Ja. Wo durchaus auch die Sounds drin sind, die man von Analogen erwartet, aber auch hier über mittels Filter dann verändert werden können, Abspiellänge und so weiter. Also es ist eine ganz nette Kombination eigentlich von zwei Welten, finde ich. Nicht zu vergessen, dass jedes Instrument noch einen eigenen LFO hat, der als Envelope funktioniert, also One-Shop-Version oder eben durchgehend ist. Das bringt auch die Lebendigkeit neben Parameterlog, wo ich das per Hand quasi im Spiel aufzeichnen kann. Habe ich noch also automatisiert LFOs zur Verfügung. Ja. Ansonsten Einzelausgänge wie gehabt und nicht zu vergessen das Display, wo viele Informationen einfach besser abzulesen sind, wie Programmnummer, BPM-Zahl, Werte von gewissen Parametern und so weiter und so fort. Das Ganze wurde noch relativ kompakt gehalten, also auch durchaus zum Finturalltag zu gebrauchen. Und wie ich finde, in dem Blau, was mal eine andere Farbe ist, erinnert so den einen oder anderen die 80er an gewisse Geräte. und ja, was noch? Etwas größere Knöpfe. Also, ich habe jetzt mal noch eine Frage an den Herrn Fricke persönlich. Modern sind ja mittlerweile so, weiß ich nicht, noch einen Hall, noch einen Kompressor einzubauen, noch einen Verzerrer einzubauen. Gibt es da auch Effekte? Du hast Effekte auf jeden Fall bei den einzelnen Samples. Zum Beispiel bei den drei Voices hier hast du auf jeden Fall noch einen Decay und einen Cutoff dazu, so einen Filter noch, mit dem du die bearbeiten kannst. Und mit dem Not-Recording kannst du die dann auch alle aufzeichnen und sozusagen dann in dein Set mit einbauen. Das heißt also, der Sequencer kann ich so nutzen, dass ich auch pro Step andere Einstellungen nutzen kann? Genau, das kannst du machen. Du kannst ja auch, während du gerade spielst, den einzelnen Step gerade, zum Beispiel den einen Knopf gerade drehst, kannst du den direkt in dem Moment aufzeichnen und weiter in dein Set einlaufen lassen. Ja, auf Reverb und Delay haben wir verzichtet. Ja.
Bin ich auch froh. Weil für eine Drummaschine, jein, kann Sinn bringen, würde aber bedeuten, wenn ich das gescheit bedienen will, brauche ich dann auch noch ein entsprechendes Setting, also Regler, die ich auch wirklich bedienen kann. Viele haben sowieso ein Delay oder ein Reverb im Mixer eingebaut und dafür habe ich ja die Ausgänge. Und genau. Es bietet sich auch nicht unbedingt für alle Sounds an, da, Hall und Delay bis zum geht nicht mehr. Ist, klingt knackig, Kompression brauchst du dafür überhaupt nicht. Das klingt so tight und so, ja, eigentlich schon in der Klangerzeugung komprimiert, dass ich sehe da wenig Sinn, da jetzt einen Kompressor drauf zu schalten. Ja. Eine Frage zu dem Synthesizer. Das ist ein Monophoner, hauptsächlich für Bass. Genau, Basslied. Rein Basslied. Du kannst halt auch geilen Asset damit erzeugen, wenn du Bock hast. So deine 600, deine 300 Leiter ein bisschen rausholen. Okay. Und ja. Und kann ich auch 16, 17 programmieren? Boah. Hey. Uwe, du musst beantworten. Wie sieht es eigentlich mit anderen, mit den Taktmaßen aus? Mir ist nämlich in letzter Zeit übel aufgefallen, auch bei Softwareprodukten, dass die manchmal nur so 4/4 können oder nur einen Takt können und so. Kann ich hier jedes Taktmaß und... Ja. Ja. Du hast pro Instrument kannst du erstens mal die Stepplänge einstellen. Du hast auch eine Metrik entsprechend, kannst du verstellen. Also taktmäßig ist da eigentlich deiner Fantasie. Ich kann natürlich auch so ein bisschen polyrhythmisch arbeiten, dass ich ein dreitaktiges Basslauf habe. Polymetrik. Also, ja, genau. Also ein Dreivierteltakt auf dem Bass und ein Vierviertel auf dem. Polyrhythmisch wäre das eine 120 BPM, das andere 100. Nee, das geht ja nicht. Das geht schon, ja, aber das. Ist wieder was gelernt, Uwe. Funktional, nee, es ist polymetrisch. Ja. Aber im Sprachgebrauch sagen wir polyrhythmisch. Ist aber polymetrisch heißt also, ich kann das machen, was ich gesagt habe. Exakte Bezeichnung dafür, ja. Nee, das ist möglich. Wir haben auch noch eine weil dann kann man nämlich richtig schöne, komplexe Rhythmen bauen, indem man die nicht immer alle über die gleiche Länge laufen lässt. Und die verschieben sich dann schön über die Zeit. Ne? Lassen sich auch so Ratchets einstellen. Bei uns heißt es Flam mit 16 verschiedenen Kombinationen. Ja, also so schnelle Doppeltrigger oder Mehrfachtrigger sind das. Das ist auch für den einen oder anderen interessant, ja. Cool. Wann kommt das Ding raus und was kostet? Sommer spät, kann man noch nicht direkt sagen, aber auf jeden Fall Sommer wird's. Und das Ding wird 970, 980 Euro kosten, so in dem Dreh. Alles klar, unter 1000 Euro. Unter 1000 Euro werden wir auf jeden Fall bleiben, ja. Vielen Dank. Kein Problem. Gern geschehen, ja.